Einen guten Abend und herzlich willkommen zu unserem zweiten Abend. Ich hoffe, dass ihr alle einen guten, gesegneten Tag hattet, mit guten Gesprächen, mit schönen Begegnungen und auch mit einer ganzen Fülle von neuen Ideen, die ihr gesammelt habt an den vielen Ständen und auch durch die Botschaften, die ihr gehört habt. Herzlich willkommen auch an all diejenigen, die online zugeschaltet sind. Wir freuen uns, dass ihr heute Abend wieder mit dabei seid. Und wir wünschen, dass auch ihr da wenigstens ein bisschen was mitbekommt von diesem Geist der Freude in dem Herrn. Jetzt ist die Zeit, das ist unser Motto. Ja, es ist die Zeit, Prioritäten zu setzen. Und es ist die Zeit, Dinge richtig zu stellen, in unserem Leben, nicht im Leben der anderen, in unserem Leben. Denn wer Zeugnis für Christus geben will, muss daran denken, die Menschen wollen nicht hören, was wir sagen, sie gucken, wie wir das umsetzen, wie sieht es aus, mit Gott zu leben. Heute Abend bin ich auch sehr gespannt auf die Botschaft, die wir hören werden. Bis dann aber lade ich euch ein, dass wir miteinander singen. Und zwar das Lied Nummer 5, Komm doch zur Quelle des Lebens. Lasst uns dazu aufstehen und miteinander singen und mit Begeisterung singen. Wir wollen in Ehrfurcht vor unserem Gott niederknien, all diejenigen, die können. Und Johannes Kolecki wird mit uns beten. Unser großer Gott, unser wunderbarer Vater, wir danken dir so sehr, dass wir hier als Brüder und Schwestern versammelt sein dürfen. Dein Name ist groß und herrlich. Wir dürfen Großes von dir erwarten. Wir dürfen im Namen Jesu bitten, der alles für uns verdient hat, dass der Himmel sich auftut, dass die Fenster des Himmels regnen lassen, den Heiligen Geist. Herr, du weißt, wie sehr deine Gemeinde diese himmlischen Schauer braucht, jeder von uns. Und wir bitten dich, so wie du es versprochen hast, wenn wir gemeinsam vor dich kommen, Herr,
wenn wir uns unserer Nichtigkeit bewusst sind, wenn wir unsere Sünden bekennen, wenn wir den Frieden suchen miteinander, wenn wir uns lieben und einer den anderen höher schätzt als sich selbst. Herr, wenn wir uns abwenden von den Dingen dieser Welt und unsere Blicke nur noch fest auf dich richten, dann dürfen wir deinen Segen erwarten. Und in dieser Zuversicht wollen wir vor den Thron der Gnade kommen. Wir bitten dich um Segen. Wir bitten dich um geistliche Vollmacht, besonders für Nicola Taubert, der dein Wort an uns richten wird. Wir bitten dich, dass du unsere Herzen auftust. Herr, wir wollen nicht immer dieselbe Routine zu Hause oder in der Gemeinde. Wir wollen Aufbruch. Wir sehnen uns nach Erweckung, nach neuen Gebieten, Herr. Du bist uns vorangegangen, wir wollen dir folgen. Bitte sei in unserer Mitte, halte Störungen fern, segne alles, was heute noch geschieht, lieber Heiland, und bringe dein Volk voran, damit wir den Weg dir bahnen können, damit du bald wiederkommen kannst. Wir danken dir, dass wir in Zuversicht bitten dürfen, Vater, dass du uns erhört hast, um Jesu Willen. Amen. Wir werden jetzt einen Bericht hören von TGM, was sich unter diesem Akronym TGM verbirgt, wird uns sicher Andrei Prohorov sagen. Und danach werden wir noch mal ein Lied hören. Andrei, bist du da? Ah, er kommt. Einen schönen guten Abend. Wir haben eine Frage an euch. Wer war schon mal im TGM? Ich kann die Hände sehen und das sind einige. Das freut mich. Aber was genau ist das TGM? Also es hat sich ja jetzt nicht jeder gemeldet und ihr fragt euch vielleicht, was das ist. Ihr wart vielleicht noch nicht an unserem Stand gewesen. Wir sind tatsächlich drei Dinge in einem und das eine ist die Schule. Also wir sind eine medizinische Missionsschule und das ist unser Thema in diesem Jahr. Und die Studenten, die sind jetzt alle nicht da, weil wir sie nach Bolivien geschickt haben für die Missionsreise in diesem Jahr. Also wir machen eben nicht nur Mission, sondern auch Unterricht, ein bisschen verschoben, aber gut. Unterricht in Theorie, also Bibelfächer, Daniel, Offenbarung, persönliches Bibelstudium sozusagen, Schritte zur persönlichen Erweckung, aber auch Physiologieunterricht beispielsweise, auch die medizinischen Fächer und es gibt auch Praxis. Also wie massiert man am besten dann wirklich auch ausprobieren und auch Wasseranwendungen beispielsweise, also die natürlichen Heilmittel. Ferner gibt es nicht nur Unterricht bei uns, sondern auch die praktische Zeit zum Arbeiten. Da haben wir beispielsweise einen Garten, von dem wir uns fast komplett selbst versorgen. Ferner haben wir noch die Küche, wo die Studenten auch mithelfen, mit Team zusammen. Außerdem bauen wir gerade noch ein Haus, das ist ein großes Gebetsanliegen. Und wenn jemand von euch bewegt ist vom Herrn, da noch für diese Sache zu spenden, dass wir dann noch mehr Gäste aufnehmen können, um eben die dreifache Engelsbotschaft auch eben durch den rechten Arm, die Gesundheitsbotschaft, weiterzugeben, dann könnt ihr gerne auch in unseren Stand kommen und da erfahrt ihr dann mehr drüber. Und ansonsten helfen da die Studenten eben auch in der Arbeitszeit mit bei dem Bau des neuen Waldhauses, das neben uns entsteht. Und wir haben auch Online-Präsenz, sprich ihr findet uns auf YouTube und auch auf Instagram. Das ist jetzt aber nicht da. Aber da gebe ich gleich schon weiter. Ja, und wir haben nicht nur Studenten in unserem Schuljahr, sondern auch Newstart-Gäste. Und einige von euch waren ja schon bei den Programmen. Und es freut mich zu sagen, dass sie da köstliches Essen genießen können, verschiedene Behandlungen bekommen und gleichzeitig einige Vortrage hören, wo sie selber lernen können, wie man für ihren Körper sorgt. Also, wie sorge ich für meinen Körper?
dass ich es nicht nur in den 10 Tagen kann, sondern dass ich es auch zu Hause weiterführen kann. Und dann gibt es Gymnastik, Bewegung ist sehr, sehr wichtig. Ich glaube, da wird Barbara O'Neill doch bestimmt noch was drüber sagen. Und weiter haben wir auch Workshops, die einfach helfen, was kann ich machen? Wie kann ich meine Mahlzeiten zum Beispiel umplanen? Wie kann ich andere helfen? Wie kann ich mir selber helfen? Und ich muss wirklich, und ich muss wirklich sagen, es ist schön, wie Gott es nutzt. Weil wenn es für uns unmöglich scheint, dann ist es für Gott möglich. Und es ist wirklich eine Ermutigung für euch alle. Es ist schon so oft passiert, dass wir nicht weiter wussten. Aber Gott weiß weiter und er nutzt uns. Außerdem sind wir auch ein Hotel. Das heißt, wenn ihr in Urlaub fahren wollt, wir sind immer offen. Kommt gerne vorbei. Ihr könnt eine Nacht übernachten, ihr könnt auch direkt eine Woche bleiben. Ihr seid herzlichst willkommen. Wir sind eine fröhliche Truppe und wir freuen uns über jeden Gast, der über die Türschwelle kommt. Und außerdem, weil der André hat ja schon erwähnt, dass wir mehr Platz brauchen für Leute, erweitern wir unser Komplex sozusagen. Wir haben noch ein zweites Gebäude, das steht schon mittlerweile. Und so soll es dann irgendwann aussehen. Und dazu gibt es eine kleine Erfahrung. Denn diese Woche sind 4 Rumänen gekommen, um zu verputzen. Und es sind 400 Quadratmeter, die wir zu verputzen hatten. Und 40 Fenster so ungefähr, 12 Türen, also viele Ecken und Kanten. Und sie haben selber gesagt, Christian, unser Baumeister, das ist unmöglich. Es kann nicht sein, dass wir so schnell sind. Wir waren noch nie so schnell. Und nicht nur das. Wir sind gar nicht müde. Und normalerweise wäre das absolut nicht möglich. Und das ist eines der vielen, vielen Erfahrungen, die passiert sind. Gott plant und er plant wirklich gut. Sein Timing ist wirklich perfekt. Und da möchte ich dem André weitergeben. Was haben wir also noch außer dem Gebäude, das wir bauen? Wir haben noch einen Garten, der natürlich auch eben finanziert werden muss, wie das Gebäude. Wobei im Garten es auch so ist, dass wir jetzt noch einen Hagelsturm hatten dieses Jahr, aber der Herr hat trotzdem noch eine Ernte gesegnet, wo wir mehr bekommen haben, als was wir erwartet haben. Und das Schöne war eben dann auch für die Newstart-Gäste bis in den späten Oktober sogar, dass sie noch wirklich frisches Gemüse aus unserem Garten kriegen konnten. Und das macht nochmal einen besonderen Eindruck, wenn das nicht irgendwo eingekauft ist, sondern wirklich von uns kommt. Also der Herr segnet, nicht nur im Bau oder oder im Garten, aber auch beim Multiplizieren. Inwiefern das? Also einmal offensichtlich, wenn die Studenten zu uns kommen, also so einige hier sind ja TGM-Absolventen, wenn ich so in die Reihen schaue. Das ist schön. Und es gibt aber auch nicht nur diejenigen, die kommen können und in dem Sinne frei sind. Es gibt auch jetzt neuerdings die Möglichkeit für diejenigen, die nicht kommen können, weil mittlerweile Familie, Kinder da sind oder sonstig irgendwie die Leute verhindert sind. Wir haben festgestellt, dass gerade nach der Corona-Zeit die Leute auch bereit sind, online die Ausbildung zu bekommen. Deshalb sind wir dabei, auch eben eine Online-Plattform einzurichten, wo man dann verschiedene Module hauptsächlich zu Gesundheit auch machen kann, eben mit Massage und Hydrotherapie, wo man sich da dieses Wissen aneignen kann. Und im November kann man für eine praktische Woche vorbeikommen dann, um das nochmal wirklich in der Praxis zu festigen, auf dass man dann ein Gesundheitsmissionar ist, auch daheim, in der Nachbarschaft, in der Gemeinde und wohin euch Gott noch schickt. Und zu guter Letzt, dieses Büchlein hier von unserem Projektleiter möchte ich euch noch ans Herz legen, vom Klaus Reinbrecht. Er kann leider nicht da sein, er ist seit 2 Jahren krebskrank. Jedoch hat er noch die Kraft, immer noch für den Herrn zu wirken. Und sein ernstes Gebet ist es, dass er die Mission, die Gott ihm auferlegt hat, zu Ende führt. In dem Sinne hat er bereits angefangen, seine ganzen Lebenserfahrungen in Zentralasien und auch hier in Europa mit dem TGM auch, der so ziemlich ersten gesundheitsmissionarischen Einrichtung, wo eben Gesundheitszentrum und Schule miteinander zusammengehen, wo die Studenten gleich auch als Betreuer eingesetzt werden können, hat er angefangen, das alles aufzuschreiben und das könnt ihr euch sogar kostenlos bei uns abholen. Und wenn der Herr euch was aufs Herz legt zu spenden, sehr gerne, der Herr segne die gebenden Hände.
So viel also vom Mattersdorfer Hof in Kärnten im Süden. Ansonsten, wenn ihr mal wieder nach Kroatien fahrt in den Urlaub, kommt einfach bei uns vorbei für ein paar Nächte. Gottes Segen euch. Entschuldigung, die kurze Unterbrechung. Im Programm steht ein Lied, das gesungen werden soll, werden wir also nicht haben heute Abend. So möchte ich unseren Sprecher vorstellen. Ach. Dankeschön. Seele dürstet nach Gott, nach dem, der ewig lebet. Wann werd ich zu ihm kommen und vor seinem Angesicht erscheinen? Meine Tränen sind mir Speise bei Tag und bei Nacht, weil man täglich zu mir sagt, wo ist dein Gott? Ich will daran denken, mein Herz in mir ausschütten, wie ich dahin zog in der großen Menge. Mit Frieden und Freude, mit Jubel und Gesang, so gingen wir gemeinsam. Du dich meine Seele und bist so unruhig in mir. Hoffe auf Gott, denn dann wirst du ihm danken, dass er dir geholfen und dich gerettet hat. Hoffe auf Gott, denn dann wirst du ihm danken, dass er und dich gerettet hat. Meine Seele ist so betrübt, hast du mich, Herr, vergessen? Mein Gebet steigt weit empor zu dir, mein Fels und Gott meines Lebens. Ich will an dich denken, mein Herz vor dir ausschütten, wie du bei mir bist, bis ans Ende dieser Weltzeit. Bei Tag und du rettest mich aus Not, bei Nacht erkennt ein Weg von meinem Leben. Warum betrübst du dich meine Seele und bist so unruhig in mir? Hoffe auf Gott, denn dann wirst du
Vielen Dank. Es ist schön zu wissen, dass wir nicht unruhig sein brauchen, sondern auf Gott vertrauen. Vielen Dank für das Lied. Ich möchte euch jetzt den Sprecher heute Abend vorstellen. Nicola Taubert ist Prediger des Evangeliums, Lehrer und Schulleiter. Ich verzichte aber auf Titel oder sowas. Ich verrate euch ein Geheimnis. Ich habe ihn kennengelernt als Kollegen und Freund, der sein Herz ganz Gott übergeben hat. Und wenn er predigt, dann macht er das aus persönlicher Erfahrung und Überzeugung. Nicola, ich habe trotzdem noch eine Frage an dich. Was heißt Emmet? Bin ich drauf? Alles klar. Danke, Gabriel. Emmet ist ein Akronym. Viele wissen es wahrscheinlich, steht für End-Time Medical Evangelism Training. Wir sind eine kleine Missionsschule, erst 2 Jahre im zweiten Jahr. Wir schließen das jetzt ab und haben 24 das dritte Jahr. Wir bilden, ähnlich wie TGM, nur nicht so viel Erfahrung, bilden wir junge und auch nicht so junge Menschen aus, damit sie einsetzbar sind im Werk Gottes. Ellen White hat ja gesagt, es soll viele solche kleinen Einrichtungen geben und wir können gar nicht genug davon haben. Vielen Dank. Wenn ihr mehr erfahren wollt, da draußen gibt es einen Stand, einfach fragen. Und nun wollen wir der Botschaft lauschen, 3 Engel und 3 unreine Geister. Das klingt ja sehr interessant. Wir sind gespannt. Unsere Zeit und die schwindende Moral. Gottes Segen für die Verkündigung. Danke, Gabriel. Ich kann mich sehr gut erinnern an die ASI-Tagung vor 2 Jahren. Da stand auch diese Uhr auf der Bühne. Aber vielleicht ist es euch aufgefallen, dass da der Zeiger etwas anders stand. Ist es euch aufgefallen? Gut. Mir ist es gleich sofort aufgefallen. Er steht jetzt auf 1:12. Vor 2 Jahren stand er auf 5:12. Mir ist es immer noch nicht nah genug an der 12, aber wir sehen hier einen Progress und wir sehen ihn auch in unserer Zeit, Geschwister. Wir sehen, wie die Zeit vorangegangen ist. Wir sehen, wie die Zeichen der Zeit sich erfüllen. Würdet ihr dem zustimmen? Jetzt ist die Zeit, ist ein wirklich angemessenes Thema für unsere Zeit. Unsere Zeit und die schwindende Moral. Es ist kein einfaches Thema heute Abend. Wir haben gebetet. Vielen Dank, Johannes. Ich würde gern noch mal kurz, während ihr eure Haupt neigt, darum bitten, dass der Heilige Geist uns nicht nur gedanklich führt beim Hören und beim Sprechen, sondern ich würde ganz gern auch Gott darum bitten, dass sein Blut heute Abend ganz besonders für uns wirkt. Ihr werdet dann auch wissen, warum. Vater, wir kommen zu dir, demütig und wissend, dass wir nichts sind vor dir. Wir wissen, dass du hier bist, du hast es versprochen. Wir sehen dich nicht, wir sehen auch die Engel nicht, die sich um unsere Stühle herumscharen. Wir danken dir, dass wir hier dieses Vorrecht haben, dein Wort zu hören, zu lesen und dass wir zu den Menschen gehören dürfen, die dein Wort ernst nehmen. Ich möchte heute Abend ganz besonders für alle, die wir hier sind, alle, die das hören werden oder sehen werden, möchte ich um die Kraft und um den Schutz deines Blutes bitten. Denn wie die alte Hymne sagt, es ist Kraft in dem Blut. Und diese Kraft, die wollen wir in Anspruch nehmen. Wir danken dir, dass du uns hörst und auch erhörst, denn wir bitten es in deinem Namen und nach deinem Willen. Amen. Fürchtet Gott und gebt dem Tier die Ehre. Gottes Volk und die Unterscheidung zwischen Gut und Böse. Liebe Glaubensfreunde, wenn euch bei diesem Titel es etwas mulmig wird, dann ist es gut so. Das ist beabsichtigt. Bevor ich meinen weiteren Ausführungen nachgehe, möchte ich Gott das Wort geben. Wisst ihr, dass wir heute viel reden und viel predigen, aber es sollte viel mehr die Bibel in unseren Verkündigungen sein.
Ich möchte ihm das Wort geben. Ich sah einen anderen Engel fliegen mitten durch den Himmel, der hatte ein ewiges Evangelium zu verkündigen denen, die auf Erden wohnen, allen Nationen und Stämmen und Sprachen und Völkern. Und er sprach mit lauter Stimme: Fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre, denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen. Und betet an den, der gemacht hat, Himmel und Erde und Meer und die Wasserquellen. Und sie beteten den Drachen an, weil er dem Tier die Macht gab. Und beteten das Tier an und sprachen: Wer ist dem Tier gleich? So lasst uns nun die Hauptsumme aller Lehre hören. Fürchtet Gott und haltet seine Gebote. Denn das gilt für alle Menschen. Denn Gott wird alle Werke vor Gericht bringen. Alles, was verborgen ist, es sei gut oder böse. Alle reden von Krisen, von der Wirtschaftskrise, Gesundheitskrise, Einwanderungs-, Flüchtlingskrise, Bildungskrise, Ukraine-Krise. Gestern haben wir von Ronny gehört, von der Krise jetzt in Israel. Und auch die Klimakrise darf nirgends fehlen. Das ist heute guter Ton. Man, überall, wo man was sagt, schreibt, man muss wenigstens die Klimakrise erwähnen. Ja, wir leben in Krisenzeiten. Aber alle diese genannten Krisengeschwister, und das hoffe ich, fällt euch auf, sind rein symptomatische Krisen, denen eine ursächliche Funktionsstörung zugrunde liegt. Denn das meint genau das Wort Krise. Ich zitiere: Eine Krise ist im Allgemeinen ein Höhepunkt einer gefährlichen Konfliktentwicklung in einem natürlichen oder sozialen System, dem eine massive und problematische Funktionsstörung vorausgeht. Mir gefällt diese Definition. Hört sich wie eine nahezu perfekte Beschreibung unserer Zeit an. Am deutlichsten, ihr Lieben, wird diese Konfliktentwicklung und diese Funktionsstörung an der Genderverwirrung in der gegenwärtigen Generation erkennbar. Homosexualität, Transsexualität, LGBTQI+, und ich habe den Eindruck, da kommt jedes Quartal ein Buchstabe dazu. Und quer, das sind so die Hauptschlagwörter, die heute, man kann sich nicht mehr davor retten, überall zu hören sind. Die Medien sind voll davon. Bücher, Videos, Leitmedien, als ob es keine anderen Themen mehr gäbe. Als im März 2022 die US-Senatorin Marsha Blackburn, die neue oberste Richterin der USA, bat, ob sie den Begriff Frau definieren könne, ihr werdet es mitbekommen haben, wahrscheinlich, antwortete sie: Nein, das kann ich nicht. Ich bin keine Biologin. Zeitgleich konnte man genau das in der Presse lesen: Wissenschaftler sind sich einig, dass es keine ausreichende Möglichkeit gibt, klar zu definieren, wann jemand eine Frau oder ein Mann ist. Ich habe gerade jetzt vor wenigen Tagen die Flüge gebucht für unsere Missionsreise in die Wüste nach Kenia. Und auf der Webseite, da wollten sie natürlich das Geschlecht der Passagiere wissen. Da gab es eine Auswahloption, ein Dropdown-Menü und Klick. Und siehe da, genau zwei Möglichkeiten: Mann oder Frau. Ich habe mir gedacht, in der Zukunft werden wahrscheinlich nur noch Biologen Flüge buchen können. Denn wie soll denn in aller Welt heute der Mensch noch wissen,
was er da anklicken soll. Im Ernst. Das ist eine Besonderheit, die nur noch Biologen vorbehalten ist. Aber der Irrsinn ist noch steigerbar. Gegenwärtig wird darüber diskutiert, ob der Begriff Mutter und Vater überhaupt noch anwendbar ist. Und die Tagesschau ersetzte in einem Artikel das Wort Mutter durch entbindende Person. Sollte ja niemand diskriminiert werden. Und jetzt haltet euch fest, es sind ernste Diskussionen im Gange, dass der Begriff Muttermilch abgeschafft wird. Könnt ihr prüfen. Und wie ihr wisst, ich will da nicht zu weit reingehen, wie ihr wisst, jetzt erst im Juli 2023 hatte die Bundesregierung ein neues Gesetz verabschiedet, das sogenannte, und merkt euch bitte diesen Begriff sehr gut, Selbstbestimmungsgesetz. Das heißt, ihr habt euch schon hoffentlich damit auseinandergesetzt, das heißt, dass jeder seit Juli dieses Jahres in Deutschland einmal pro Jahr sein Geschlecht wechseln darf, ab 14 Jahre. Und dann steht drin, ich zitiere, wenn die Meinung der Eltern und die der Kinder auseinandergehen, dann entscheidet ein Familiengericht. Stellt euch darauf ein, ihr Lieben, was in der nächsten Zeit auf uns zukommt. Vor allem die ihr Familien plant. Aber auch die Kirchen gendern fleißig mit. Auf katholisch.de schrieb die katholische Theologin Martina Bär, heute kann man guten Gewissens Vater, Mutter, unser beten. Liebe Freunde, das sind die konkreten Folgen einer Gender-Verwirrung. Wir erleben derzeit, und wir können es nicht anders formulieren als so, wir erleben derzeit eine Transformation einer ganzen Generation hin zu einem kollektiven Zustand der Verwirrung und der Desorientierung. Und das ist gewollt so. Wir erleben vor unseren Augen den moralischen Zusammenbruch eines ganzen Systems, das in der Offenbarung übrigens einen Namen hat. Verwirrung. Nur in antiker Sprache. Babylon. Und wie krank unsere Welt heute ist, das sehen wir an solchen Bildern. Wo Gesellschaft, wo Kirche, und ich muss es sagen, es geht nicht anders, auch wo wir und unsere Gemeinschaft sich von der Bibel löst, Gnade uns Gott, da verlieren wir die Orientierung. Eine Glaubensschwester schrieb mir vor kurzer Zeit ein E-Mail und sie hat das in eine interessante Frage gepackt. Sie schrieb, in was für Zeiten leben wir eigentlich mittlerweile? Die Frage hat es in sich. Schon mal gefragt, in welcher Zeit wir eigentlich leben? Erkennen wir die Zeit? Geschwister, es ist Krisenzeit. Und lasst uns deshalb nicht von einer oder von den Krisen sprechen, von denen ich einige am Anfang zitiert habe. Lasst uns vor allem heute Abend, aber auch in unserem ganzen Dienst und in unseren Familien, in unseren Gemeinden von der Krise sprechen. Nicht einer. Der Krise, von der Mutter aller Krisen. Und ich übertreibe hier nicht. Es ist die Unterscheidungskrise. Es ist die Krise, die unsere gegenwärtige Generation dem Widersacher Gottes vollständig in die Hände liefert und uns als Gottes Volk vor eine folgenschwere Entscheidung führen wird in der Zukunft oder jetzt. Wir sprechen hier von zunehmendem Verlust der Fähigkeit zu unterscheiden. Und ich bin sehr dankbar für diese Gabe, diese göttliche Gabe des Geistes der Weissagung. Ihr auch?
Wir brauchen heute, schreibt sie, mehr denn je ein geistliches Sehvermögen, damit wir in die Ferne sehen. Sie schrieb das, kleinen Moment, sie schrieb das in den 80er Jahren des 19. Jahrhunderts. Da sagt sie, heute in ihrer Zeit brauchen wir mehr geistliches Sehvermögen, damit wir in die Zukunft sehen können, was da passieren wird. Sie sprach von unserer Zeit. Damit wir in die Ferne sehen und die Fallen und Pläne des Feindes erkennen und als treue Wächter die Gefahr verkünden. Wir brauchen geistliche Kraft, damit wir die großen Themen des christlichen Glaubens und seine weitreichenden Prinzipien so weit erfassen können, wie es der menschliche Verstand vermag. Ich denke, ihr seht sofort in diesem Zitat, auch ohne meine farbliche Hervorhebung, dass in diesem Zitat genau zwei Kernprobleme der letzten Gemeinde vor der Wiederkunft angesprochen werden. Zwei Kernprobleme: geistliches Sehvermögen und geistliche Kraft. Beides ermangelt es in unserer Zeit, in unserer Gemeinde. Beides ist in einem solchen Maß geschwunden, liebe Geschwister, dass wir als Endzeitgemeinde im Jahr 2023 nach Christus, und ich betone das nach Christus mit Freuden, denn die Vereinten Nationen arbeiten den Plan aus, dass in Zukunft ab dem Jahr 2030 etwa, sagen sie, soll diese Zeitmessung vor und nach Christus abgeschafft werden weltweit. Warum? Weil es zu viele Menschen diskriminiert, die Zeit in vor und nach Christus zu unterscheiden. Wir lachen jetzt noch, uns wird das Lachen vergehen. Denn die Dinge, die über uns kommen werden, Geschwister, sind nicht mehr zum Lachen. Unsere Unterscheidungsfähigkeit ist so sehr geschwunden, dass wir doch tatsächlich darüber einen, ich zitiere, Dialog führen wollen, ob man Gott auch querdenken kann, ob Homo- und Transsexualität Sünde ist, ob bisexuelle Prediger ordiniert werden oder bleiben dürfen. Wir wollen darüber heute einen Dialog führen. Geschwister, was geschieht gerade? Was geschieht jetzt in dieser Zeit? Ich meine, was geschieht gerade prophetisch? Man könnte einen Vortrag und eine Predigt halten und durch alle Bibeltexte gehen und zeigen, was die Bibel genau zu dieser und jener Sünde sagt. Aber öffnet das unsere Augen zu verstehen, in welcher Zeit wir gerade leben? Worum es wirklich geht? Glaubt ihr wirklich, wie die ganzen Krisen, die ich aufgezählt habe, dass diese Krise um die Sexualität, dass das unsere eigentliche Krise ist? Glaubt ihr das? Ich nicht. Und deswegen möchte ich mit euch dieses Studium etwas anders lagern. Ich möchte sehen, was geschieht gerade aus prophetischer Sicht. Ich frage euch, hat sich in den letzten 3.500 Jahren irgendetwas am Inhalt der Bibel verändert? Hat Gott, der die biblischen Schreiber inspirierte, vielleicht in den letzten Jahrtausenden irgendwie vielleicht seine Meinung geändert über das, was er damals hat aufschreiben lassen? Nein. Und ihr merkt, diese Fragen sind von mir, wie ich sie stelle, rhetorisch gemeint. Denn es steht geschrieben, ich, der Herr, wandle mich nicht. Und es heißt auch, Jesus Christus ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Und heißt es nicht in der Dreiengelsbotschaft das ewige Evangelium? Vielleicht müssten wir das neu übersetzen. Wie wäre es mit einer neuen Auflage der Bibel, die übrigens gerade in Bearbeitung ist? Warum in aller Welt, Geschwister, und ich spreche euch an, die ihr hier sitzt, und alle, die zuhören und das hören werden,
Adventist und Nicht-Adventist. Warum in aller Welt führen wir dann, wenn die Texte hier klare Aussage machen, warum führen wir dann diese Dialoge und Debatten um ein gegendertes Evangelium und einen queeren Gott? Warum? Anstatt das ewige Evangelium allen Völkern, Nationen, Stämmen und Sprachen zu verkündigen. Das ist keine rhetorische Frage dieses Mal. Das ist eine echte Frage. Warum tun wir das? Ich habe mir das gefragt, mich selber die Frage gestellt, als ich die Ausarbeitung machte. Hören wir mal. Moralische Grundsätze, die von Menschen nach ihrer eigenen menschlichen Weisheit aufgestellt werden, sind wertlos und irreführend. Sie sind von den Grundsätzen des Himmels so weit entfernt, wie der Himmel höher ist als die Erde. Das Evangelium jedoch, jetzt hört bitte genau diesen Satz an, dann versteht ihr, dass meine nicht rhetorische Frage eine echte Frage ist. Warum predigen wir momentan nicht die Dreieinigkeitsbotschaft in aller Welt? Hört das? Das Evangelium jedoch, das in seiner Einfachheit gepredigt wird, wird die Menschen dazu bringen, die moralischen Grundsätze richtig zu beurteilen. Was fehlt dieser Welt? Dialoge? Diese Welt stirbt nicht, weil es zu wenig Dialoge gibt, sondern weil es zu wenige Arbeiter im Weinberg gibt, die das ewige Evangelium predigen. Deswegen haben wir eine Missionsschule gegründet. Und ich wünschte, in Deutschland gäbe es noch 50 mehr. Denn die Leute, die nach draußen gehen, sind ganz wertvolle Menschen, die Beruf, Karriere aufgeben, um für Gott zu stehen und für ihn zu dienen. Das muss mal gesagt werden. Die Medizin gegen chronischen Unterscheidungsmangel ist nicht ein soziobiologisch-ökumenischer Dialog. Wir haben es hier durch Inspiration, sondern das ewige Evangelium, das in seiner Einfachheit gepredigt wird. Trauen wir uns das heute noch einfach zu predigen über Gott? Oder müssen wir jedes Mal 5 bis 10 Doktoren und besondere Menschen anführen, die das bestätigen, was wir sagen? Es ist genug, wenn die Bibel es sagt. Könnte es sein, Geschwister, dass Laodicea, was wir sind, übrigens, ich denke, die meisten von euch haben das Studium für sich getan und getätigt. Laodicea sind nicht die anderen Kirchen. Die nennt die Offenbarung anders. Laodicea ist Gottes Volk. Ich habe einen ganzen Vortrag, nur um das zu beweisen, unseren Geschwistern, die das selber erkennen sollten. Könnte es sein, dass Laodicea mangels Unterscheidungsfähigkeit überhaupt nicht bemerkt, dass sich der Sündenfall, der sich im Garten Eden zugetragen hat, heute global wiederholt? Und warum sollte das, was bei den geistlichen Riesen Adam und Eva funktioniert hat, warum sollte das nicht bei solchen jämmerlichen, armseligen, blinden und nackten Menschen wie uns nicht funktionieren? Erinnern wir uns, was war die eigentliche Krise in Eden? Denkt mal kurz ein paar Sekunden nach. Die Krise in Eden wurde hervorgerufen, indem Satan einfach das Gegenteil behauptete von dem, was Gott sagte. Punkt. Das war's schon. Keine komplexe Verführungstechnologie. Ganz einfach. Sag einfach das Gegenteil, was Gott sagt. Irgendwann wird dir schon jemand zuhören. Und wenn es ein paar mehr werden, dann werden dir noch mehr zuhören. Und wenn irgendwann mal die Mehrzahl zuhört, dann werden fast alle dir zuhören. Lesen wir. Seid ihr bereit?
Genesis, Kapitel 2, und Gott, der Herr, gebot dem Menschen und sprach, und übrigens, es gibt in den ersten drei Kapiteln in Genesis nur zwei Stimmen. Nur zwei Stimmen. Gottes Stimme, und Gott sprach, und die Schlange sprach. Nur zwei Stimmen. Du darfst essen von allen Bäumen im Garten, aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen sollst du nicht essen. Denn am Tage, da du von isst, musst du des Todes sterben. Ist das kompliziert? Aber die Schlange sprach zu der Frau, ja, sollte Gott gesagt haben, ihr sollt nicht essen von allen Bäumen im Garten, okay? Wir kennen das ja gut genug. Aber hört mal jetzt, ihr werdet keinesfalls des Todes sterben. Was ist das? Das ist die blanke Frechheit, genau das Gegenteil zu behaupten, wie Gott sagt. Das ist der ganze Rezept für ein tödliches Cocktail. Einfach anders. Nun, wer hatte recht? Rhetorische Frage für euch, für die, die in der Bibel noch nicht so firm sind. Echte Frage. Wer hatte recht? Gott der Schöpfer oder Satan durch sein Medium Schlange? Der Gehorsam und der Glaube gegenüber dem Wort Gottes, das wird unser Thema morgen sein, der Glaube, befähigte die Menschheit damals zur Unterscheidung von Gut und Böse. Und Achtung, nebenbei, der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse heißt nicht deswegen so, weil wenn man davon isst, plötzlich Gut und Böse unterscheiden kann, so glauben das viele als Auslegung. Ah, der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse, wenn du davon isst, dann wirst du unterscheiden können zwischen Gut und Böse. Nein, der heißt deswegen so, weil Gott wusste, wer davon isst, verliert seine Unterscheidungsfähigkeit zwischen Gut und Böse. Deswegen heißt er so. Könnt ihr mir folgen? Nicht ganz. Hört mal. Die Fähigkeit, zwischen Gut und Böse zu unterscheiden, ist ein Wesensmerkmal Gottes. Und wenn ein Mensch, hört genau zu, das betrifft uns, nicht die Leute, die in Kostümen und mit einer farbenfrohen Flagge durch die Straßen gehen, das betrifft uns. Ein Mensch, wenn er nicht in lebendiger Verbindung mit Gott steht, kann er geistliche Dinge nicht unterscheiden. Er wird das Gute als böse und das Böse als gut bezeichnen. Heute, 6000 Jahre später, stehen wir an demselben Baum. Und wir hören erneut die Stimme der Schlange, die genau das Gegenteil von dem behauptet, was Gott gesagt hat. Wollt ihr ein paar Kostproben? Ich zitiere. 1. Mose 2,24 ist auch auf gleichgeschlechtliche Beziehungen und Sexualität anwendbar. Was sagt die Bibel? Von Beginn der Schöpfung an hat Gott sie geschaffen als Mann und Frau. Und jetzt wird 1. Mose 2,24 zitiert in Markus 10. Und dann heißt es in Vers 9, was nun Gott zusammengefügt hat, nämlich Mann und Frau, das soll der Mensch nicht trennen. Was hier gemeint ist, ist in der Auslegung Jesu, dass die Ehe nicht einfach ein Beziehungsakt zwischen zwei Menschen ist, sondern sie ist eine göttliche Institution, eine universale Einrichtung der Schöpfungsordnung von Gott eingesetzt, genauso wie der Sabbat. Die Vertreter der Homo-Ehe, die argumentieren folgendermaßen. Sie sagen, es geht allein um das Prinzip Liebe bei einer Ehe, nicht um das Geschlecht.
sondern um Liebe. Übertragen wir das mal auf den Sabbat, die zweite Einrichtung aus Eden. Das würde sich dann so anhören, dass es bei dem Sabbat eigentlich allein nur um das Prinzip Ruhe handelt, nicht um den Tag, wann geruht wird. Habt ihr schon mal jemals darüber nachgedacht, ob diese Argumentationskette eines Tages in der Zukunft dazu führen könnte, dass wir so in der Lage sein werden, den Sabbat zu feiern, den Sonntag zu feiern? Denn es geht ja wirklich um Ruhe und um Liebe natürlich. Geschwister, das ist ernst hier. Hier hört ihr die Schlange sprechen. Ich kann es nicht anders sagen. Es ist völlig egal, welches Medium er benutzt. Ob das eine Schlange ist, eine Kindergärtnerin oder ein Professor der Theologie oder ein Verlagsleiter. Es spielt keine Rolle, wer das Medium ist. Zweite Behauptung. Adam und Eva haben sich ihre sexuelle Orientierung nicht ausgesucht. Vorsicht. Hier wird suggeriert, man könne sich heute, ja, das war damals so, das war damals die Ordnung, aber heute wird hier suggeriert, können sich Menschen die Orientierung und das Geschlecht selber aussuchen. Wie hieß das Gesetz nochmal? Wer weiß es noch? Selbstbestimmungsgesetz. Seid ihr jetzt mit mir? Was hier passiert gerade? Prophetisch. Selbstbestimmungsgesetz. Aber lasst euch ganz klar sagen, auch heute im Jahr 2023 nach Christus suchen sich queere Menschen ihre Orientierung nicht aus. Sie sind, wer sie sind, Mann oder Frau. Und dazu brauche ich noch nicht mal eine Buchungserfahrung für einen Flug. Biologisch durch den Schöpfer als solche angelegt und festgelegt. Und das bestätigen, jetzt zitiere ich auch mal einen Spezialisten, denn nicht alle Wissenschaftler behaupten, man könnte das nicht unterscheiden. Das ist eine Lüge der Medien. Hier, Professor Dr. McHuff, er war früher leitender Psychiater in der Johns Hopkins University. Er sagt, Transsexualität ist eine psychische Störung. Sie ist eine Behandlung, die eine Behandlung verdient. Entschuldigung. Transgender-Männer werden keine Frauen, noch werden Transgender-Frauen Männer. Diese Personen werden feminisierte Männer oder vermännlichte Frauen. Nachahmungen oder Imitatoren des Geschlechts, mit dem sie sich identifizieren. Ich wünschte, das ist ein Arzt, der ist jetzt in Rente. Ich wünschte, dass manche unserer Prediger so deutlich sprechen würden wie dieser Wissenschaftler. Dritte Behauptung. Wir ermutigen zu einem neuen Zugang im Diskurs über Sexualität. Und erst recht über Homosexualität und LGBTQ+. Es kam ja jetzt noch ein I dazu. Lasst das kurz durch eure Gedanken gehen. Ich möchte nicht einfach euch überreden hier. Was ist der alte Zugang? Hier steht, wir werden ermutigt von den Autoren hier, zu einem neuen Zugang darüber zu sprechen. Und ich als denkender Mensch, als Exeget, als Bibelstudent frage mich, Moment, was ist denn dieser alte Zugang? Doch nicht etwa der biblische? Ich sage euch, was der neue Zugang ist. Der neue Zugang meint übersetzt eine neue Hermeneutik, bei der die uneingeschränkte Verbindlichkeit der Bibel in Frage gestellt wird. Das ist der neue Zugang.
Aber es gibt keinen neuen Zugang zu biblisch-moralischen Grundsätzen und Wahrheiten. Und das belegen hier Jakobus 1, Vers 17. Alle gute Gabe und alle vollkommene Gabe kommt von oben herab. Von dem Vater des Lichts, bei dem wie viel Veränderung ist? Keine Veränderung ist, noch ein Wechsel des Lichts und der Finsternis. Und der Psalmist bestätigt das schon Jahrtausende vorher. Er sagt, auf ewig, o Herr, auf ewig, o Herr, steht dein Wort fest. Wo steht es fest? Schaut genau hin. Im Himmel. Das Wort Gottes ist im Himmel verankert, da kann auf der Erde passieren, was will. Das Wort Gottes hat seine Festigkeit, nicht weil es in, durch die Münder von Menschen geht oder durch die Artikel. Das Wort Gottes ist deswegen fest, weil es im Himmel verankert ist. Und wisst ihr, wo das verankert ist? Im Allerheiligsten, im himmlischen Heiligtum ist es verankert. Paulus spricht in Hebräer 6, Vers 19 davon. Er sagt, wir haben diese Hoffnung, die hineinreicht hinter den zweiten Vorhang als einen festen Anker. Unser Glaube, unser adventistischer Glaube, der biblische Glaube, das ist das Thema morgen, der ist verankert, Geschwister. Nicht in irgendeinem Büro, in einem Aktenschrank, irgendwo in Washington oder sonst irgendwo. Der ist verankert wo? Im Himmel. Und deswegen, sagt hier Jakobus, gibt es keine Veränderung, auch nicht auf der Erde. Es gibt keinen neuen Zugang. Und hier ist eine Warnung an die zitierten Brüder, aber auch an uns alle. Ihr Brüder in verantwortungsvollen Positionen, ihr seid in Gefahr. Ich erhebe meine Stimme zur Warnung. Hütet euch, wenn ihr nicht aufpasst und eure Kleider unbefleckt von der Welt haltet, wird Satan als euer Befehlshaber auftreten. Wann hat man einen Befehlshaber? Ganz kurz, ich bin so ein Wortpedant. Wann, was ist das für eine Sprache, Befehlshaber? Militär. Hier geht es um einen Krieg, um einen Kampf. Und hier gibt es einen Befehlshaber, einen obersten General. Und er warnt unsere führenden Brüder und leitenden Brüder. Hütet euch, sonst werdet ihr bald im Kampf stehen, an vorderster Front gegen Gott. Und dann sagt sie weiter, jetzt ist nicht die Zeit, sich zu verstecken. Sie sagt im Englischen, to hide your colors. Man kann kaum noch auf die Straße gehen, in die Medien schauen. Überall werden die Farben gezeigt. Farben, überall Farben, Farben. Und sie sagt, es ist nicht die Zeit, jetzt unsere Farben zu verbergen. Wisst ihr, was die Farbe ist, die das Volk Gottes zu bekennen hat? Es ist rot, blutrot. Der Welt hat eine Vision, wo sie die Übrigen, die unter Anfechtung kommen, durch Verfolgung, sah sie, wie sie sich versammeln unter einem blutbefleckten Banner. Keine Regenbogenfarbe, die übrigens gar keine Regenbogenfarbe ist, sondern rot, blutrot, das ist unsere Farbe. Ich lese weiter. Jetzt ist nicht die Zeit, zum Verräter zu werden, wenn der Kampf auf den Höhepunkt zugeht. Oh Geschwister, ich wünschte, ich könnte so deutlich reden. Diejenigen, die Gottes Wort nicht so annehmen, jetzt kommen wir zur biblischen Hermeneutik, die das Wort Gottes nicht so annehmen, wie es dasteht, werden in Satans Falle geraten. Wir müssen jetzt die Wahrheit mit heiliger Freimütigkeit aussprechen. Amen. Ihr seid ganz schockiert. Ich lasst euch nicht einschüchtern. Jetzt kommt die entscheidende Frage. Worum geht es eigentlich bei der Gender-Ideologie?
Worum geht es? Wer hat schon mal die Frage sich gestellt? Worum geht es hier wirklich? Geschwister, ich habe mich entschieden, dieses Thema nicht als Bibelstunde zu halten. Wir können jetzt durch alle Bibeltexte gehen, die in der Bibel zeigen, wie Gott darüber denkt und das verurteilen und sagen, das ist so und so ist so. Ich möchte mit euch einen Blick wagen in die Prophetie. Ich möchte, dass ihr sehen, worum es wirklich bei der Gender-Ideologie geht. Lassen wir doch am besten führende Vertreter es selber sagen. Aber ihr wisst, ich habe manchmal ein Problem mit der Zeit, deswegen nehme ich nur einen. Aber die hat es in sich. Und ich habe nach Gebet in der letzten Woche, glaubt mir es, ich habe gerungen. Ich habe vor 4 Wochen, als ich wusste, dass hier, was uns auf uns hier zukommt, nach meiner Knie-OP vor über 4 Wochen, wusste ich, mein Fokus ist nicht fokussiert genug. Ich habe das klar gespürt und ich habe es auch von Gott klar so wahrgenommen. Gott sagte mir, du musst deinen Fokus schärfen. Und ich habe mich entschlossen, 10 Tage zu fasten. Ich wusste aber, ich schaffe es nicht bei all den Anforderungen. Da habe ich gesagt, ich esse wenigstens nur einmal am Tag, ein Frühstück. Und das habe ich gemacht, 10 Tage, so wie Daniel. Und mir ging es danach so gut und mein Fokus wurde so scharf, dass ich gesagt habe, ich mache weiter. Bis heute. Und ich sage euch was, ich gebe euch einen Tipp, versucht das mal. Eure Augensehkraft wird scharf. Schauen wir uns das an, was einer der führenden Vertreter in Deutschland, ein Theologe, ein Professor der Theologie, katholischer Theologie, altkatholischer Theologie, er ist Professor an einer Universität in Bonn oder Köln, ich habe es gerade vergessen. Er sagt, in einem neu erschienenen Buch, im März kam es auf den Markt und die Absatzzahlen, die gehen so, ich habe mir das angeschaut, die gehen so. Ich zitiere, quer steht für die Lebenswirklichkeiten und Geschichte. Entschuldigung, ich muss noch mal kurz unterbrechen. Ich bitte euch, dass ihr jetzt Wort für Wort mitdenkt und am Ball seid. Hier geht es um Leben und Tod, ob ihr das Zitat versteht oder nicht. Ich meine es wirklich so, ich will nicht übertreiben. Quer steht für Lebenswirklichkeiten, die heteronormative Muster unterlaufen, an deren Durchsetzung das Christentum in großem Maß verantwortlich ist. Gott quer zu denken, so heißt übrigens das Buch, Gott quer gedacht. Nein, wir waren nicht die Ersten, die das rausgebracht haben. Schelm, ein Schelm ist, wer den Gedanken hegt, wir könnten doch bei anderen abgeschrieben haben. Nochmal, an deren Durchsetzung das Christentum in großem Maße verantwortlich ist. Gott quer zu denken schließt darum, die radikale Dekonstruktion überkommener religiöser Vorstellungen ein. Und es eröffnet gerade damit ungeahnte Zugänge. Was müssen wir finden? Einen neuen Zugang. Ungeahnte Zugänge zu einem Gott, der die sich als immer schon anders erweist, als er von uns gedacht ist. Geschwister, worum geht's hier? Der Satz sollte gar nicht am Schluss hier drin sein, der steht aber dort. Worum geht's hier? Lass uns das kurz analysieren. Radikale Dekonstruktion. Ich bin Bautechniker, wir haben ja auch einen Architekten und noch viele andere, die Verständnis haben. Was heißt Dekonstruktion? Was heißt Dekonstruktion? Zerstörung. Also nehmen wir doch die Worte, die wirklich gemeint sind. Eine radikale Dekonstruktion bedeutet nichts anderes als radikale Zerstörung. Aber Zerstörung von was? Schaut hin. Denkt mit mir mit. Zerstörung von was? Lest ganz genau, seid hier Haarspalter. Es heißt hier,
die heteronormativen Muster, und das Begriff normativ ist ein wichtiger Begriff. Normativen Muster von was? Des Christentums. Meine Frage an euch. Kann mir jemand bitte sagen, was die normativen Muster des Christentums sind? So ist es. Schauen wir uns mal den deutschen Duden an, was der sagt zum Muster. Das Muster, Substantiv Neutrum, etwas in seiner Art Vollkommenes, beispielhaftes Vorbild von Mostra italienisch oder Mostrare lateinisch, heißt zeigen oder weisen. Was sind die normativen Muster des Christentums? Es sind diese Elemente, die den Menschen zeigen, wo es lang geht und wohin sie gehen sollen. Und das sind die 10 Gebote. Das ist sein Gesetz. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Von der Wortbedeutung geht es im Kontext dieses Zitats, geht es um die radikale Zerstörung des normativen Planes Gottes, seine Gebote, die Schöpfungsordnung. Darum geht es in der queeren Ideologie, um nichts anderes. Oder sagen wir mal, um fast nichts anderes. Warum? Weil in den Geboten Gottes die heteronormativen Muster verankert sind in den Geboten Gottes. Und hier wird gesagt, in diesem Zitat aus dem Buch Gott quergedacht, diese Muster müssen radikal zerstört werden. Versteht ihr, wo wir sind? Prophetisch. Hier seht ihr mal einen Blick auf das Buchcover. Gott quergedacht, wo das Abendmahl Jesu angedeutet wird und hier Jesus verspottet wird mit seinen Aposteln. Jesus in der Mitte als quere Identität mit Stöckelschuhen. Das ist das Gesicht der queeren Ideologie. Es geht um einen gezielten Angriff auf Gottes Gesetz und seine Schöpfungsordnung. Hören wir. Indem er, Satan, Gottes Gesetze mit menschlichen Gesetzen ersetzt, wird Satan bestrebt sein, die Kontrolle über die ganze Welt zu bekommen. Das ist, was prophetisch gerade passiert. Nicht weniger. Deswegen mache ich mit euch jetzt keine Bibelstunde, was die Bibel sagt, was Sünde ist und nicht Sünde ist. Das wisst ihr alle. Aber wir verstehen nicht alle, welche Zeit es ist, in der wir leben. Das verstehen wir nicht alle. Wie geht das Zitat weiter? Im Schatten zum Licht. Alle werden aufgerufen sein, zwischen dem Gesetz Gottes und den Gesetzen der Menschen zu entscheiden. Hier wird die Trennungslinie gezogen werden. Es wird nur 2 Klassen geben, genauso wie 2 Geschlechter. 2 Klassen. Jeder Charakter wird sich voll entfalten. Alle werden zeigen, ob sie die Seite der Treue oder die der Rebellion gewählt haben. Das ist eine ernste Sache, Geschwister. Liebe Freunde, wer immer du bist und das hörst, es betrifft dich. Es wird keine 3. Klasse geben für dich extra. Du wirst in einer dieser beiden, und ich auch, jeder von uns wird in einer dieser beiden Klassen zu finden sein in den nächsten Monaten und Jahren. Du entscheidest, in welcher Klasse du sein willst. Du, niemand anders. Niemand ist hier schuld. Du hast die Möglichkeit, jetzt Bibel zu studieren. Du hast die Möglichkeit, zu beten, zu fasten. Du wirst nie sagen können, ja, ich wurde getäuscht. Weil das Argument auch bei Adam und Eva nicht galt, Geschwister. Es wird auch bei dir nicht gelten. Und jetzt lasst mich noch klarer reden. Die queere Ideologie ist in ihrem Kern Rebellion und Kampf gegen Gottes Gesetz. Das haben wir jetzt gesehen, in aller Kürze. Aber ich möchte es noch deutlicher sagen. Queere Ideologie mit ihrem Anspruch, dass Liebe das heteronormative Muster der Bibel überschreibt,
ist die neue Form des Spiritismus. Damit haben wir es jetzt zu tun, weltweit, mit einer Neuauflage des Spiritismus. Glaubt nicht mir, hört inspirierte Worte. Tatsächlich verändert der Spiritismus, ich lese aus vom Schatten zum Licht 508. Jetzt wisst ihr vielleicht auch, warum dieses Buch nicht gedruckt werden soll. Jetzt wisst ihr vielleicht, warum es Artikel gibt, in denen gesagt wird, dass wir doch lieber die Bäume retten sollen, die für das Holz, die für das Papier, für Millionen von Büchern gedruckt und benutzt werden. Lasst uns doch die Bäume retten lieber. Ernsthaft. Deswegen gibt es solche Artikel. Das Buch soll niemand lesen. Aber Gott hat eine andere Meinung. Ich bin dankbar für die unter euch, die seit Monaten und jetzt schon seit Jahren keine Mühe scheuen, im In- und Ausland dieses Buch zu verteilen. Das ist Gehorsam gegenüber einer prophetischen Stimme, die sagte, dieses Buch soll wie verteilt werden? Wie Blätter im Herbst. Wir können gar nicht genug drucken, um diese Bücher weiterzubringen. Lasst uns diese ernste Sache weiterlesen. Tatsächlich verändert der Spiritismus derzeit seine Form und zieht ein christliches Gewand an, um einiges seiner verwerflichen Züge zu verschleiern. Doch seine Äußerungen in der Öffentlichkeit und in der Presse sind schon seit vielen Jahren verbreitet. In seiner gegenwärtigen Form ist der Spiritismus weit gefährlicher, als weil er raffinierter zu täuschen versucht. Doch die Bibel wird auf eine Weise ausgelegt, jetzt hört genau zu bitte, die dem unbekehrten Herzen gefällt, während ihre ernsten und lebenswichtigen Wahrheiten unwirksam gemacht werden. Liebe wird als wichtigstes Attribut Gottes hervorgehoben, aber sie wird zu einer schwachen Gefühlsduselei degradiert, die kaum noch zwischen Gut und Böse unterscheiden kann. Denken wir daran, wie Jesus Christus verraten wurde. Wie wurde er verraten? Mit einem Kuss. Ein Zeichen der Liebe. Und wir stehen heute an dem Punkt, wo wir wieder erleben, wie das Evangelium nach Jesu Christus verraten wird durch ein Zeichen der Liebe. Das ist, was hier prophetisch passiert. Gottes Gerechtigkeit, jetzt schaut, was die lebenswichtigen Inhalte sind, die von denen abgelenkt werden soll. Gottes Gerechtigkeit, die auch meine Gerechtigkeit sein muss, sonst gibt es gar keine Gerechtigkeit für mich. Seine Verurteilung der Sünde und die Anforderungen seines heiligen Gesetzes werden ausgeblendet. Die Menschen darin werden darin unterrichtet, die 10 Gebote als toten Buchstaben zu betrachten. Satan hat die Augen der Menschen so verblendet, dass sie ihren Betrug nicht erkennen. Und noch eins. Diejenigen, die sich den Lehren des Spiritismus widersetzen, und ich hoffe, du gehörst dazu, greifen nicht nur Menschen an, sondern auch Satan und seine Engel. Sie befinden sich in einem Kampf gegen die Mächtigen und Gewaltigen, nämlich mit den Herren der Welt, die in der Finsternis herrschen, mit den, und jetzt kommt eine kleine wichtige Exegese, ein Exkurs, die wir machen werden. Wir werden jetzt ein bisschen theologisch. Mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Wer sind diese bösen Geister? Wir sehen in dem Buch der Offenbarung ein System beschrieben, das den Namen trägt Verwirrung. Und es wird dargestellt als ein Gefängnis. Es macht gefangen, es nimmt gefangen. Babylon, das sich aufteilt in eine Frau und eine Stadt, ein politisches und ein religiöses System. Nun, ich muss hier schneller durch.
Die Bibel legt sich selber aus. Ja oder nein? Hoffentlich. Wie viele unreine Geister kennt die Offenbarung? Wie viele? Vorschläge. Ihr ganz da hinten dürft auch mitmachen. Wie viele unreine Geister kennt das Buch der Offenbarung? Schwierige Frage, gell? Bitte? Drei, seid ihr einverstanden? So ist es. Drei unreine Geister. Und hier seht ihr die Hauptdarsteller auf Babylons Bühne. Das Tier, das Papsttum, der Drache, der Spiritismus und der falsche Prophet, der abgefallene Protestantismus, wohlbemerkt. Nicht der Protestantismus, denn hoffentlich seid ihr auch welche. Der abgefallene Protestantismus. Ich bin so froh, wie Ronny gestern dieses Thema erörtert hat. Das sind die Hauptdarsteller in diesem letzten Akt auf der Bühne Babylons. Die Bibel beschreibt hier, wie aus ihrem Rachen drei unreine Geister kommen. Nicht vier, nicht sechs. Und ich habe mich gefragt, warum gerade drei? Auch nicht eine Legion, könnte ja auch sein, Markus 5. Nein, drei. Und das ist nicht zufällig, Geschwister. Denn wir wissen genau, Satan erfindet nichts Neues. Er ist nicht kreativ genug. Er macht alles genauso wie Gott, nur dämonisch. Offenbarung 16, 13 bis 14. Und ich sah aus dem Rachen des Drachen, aus dem Rachen des Tieres und aus dem Munde des falschen Propheten drei unreine Geister kommen, gleich Fröschen. Es sind Geister von Dämonen. Und es wird gesagt, dass die Kraft in ihren Zungen war. Es geht hier also um Botschaften, denn mit der Zunge redet man. Sprache, Zungen. Das heißt, diese drei unreinen Geister haben Botschaften, mit denen sie die Herrscher aller Nationen gegen Gott aufbringen. Man kann diese drei unreinen Geister vielleicht als die Antithese zu den drei Engeln in Offenbarung 14 sehen. Und das sind sie in Wirklichkeit. Die Botschaften, diese drei Botschaften, die an alle Nationen, an die ganze Welt gerichtet werden, Gott zu fürchten und ihn anzubeten. Wo finden wir diese drei unreinen Geister in der Bibel? Näher beschrieben. Ich muss hier schnell werden. Die erste Schweißperle kommt auf der Stirn. Wo finden wir diese drei unreinen Geister? Näher beschrieben. Denn Geister sind Geisteshaltungen. Wo finden wir die drei Geisteshaltungen Babylons? Offenbarung Kapitel 11, Vers 8. Es heißt hier, ich gehe hier nicht näher drauf ein, wir wissen das als Bibelstudenten, was der Kontext ist. Ihre Leichname, nämlich die beiden Zeugen, Gesetz und Prophetie, werden liegen auf dem Marktplatz der großen Stadt. Wie heißt die große Stadt? Babylon, Verwirrung. Die geistlich heißt, Achtung, hier wird die Geisteshaltung Babylons beschrieben. Die geistlich heißt, und das sind gleichzeitig ihre Botschaften, Sodom und Ägypten. Babylon ist ja schon drin. Oben drüber, die Stadt. Da komme ich gleich. Wo auch ihr Herr gekreuzigt wurde. Wir wissen, Jesus war nie in Ägypten, Entschuldigung, doch. Aber er wurde dort nicht gekreuzigt. Auch nicht in Sodom. Was das bedeutet, ist, er ist die Wahrheit. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. In dieser großen Stadt wurde die Wahrheit gekreuzigt. Sie wurde ans Kreuz geführt. Sie wurde getötet. Der Geist der Weissagung wurde getötet und zum Schweigen gebracht. Und auch die Gebote Gottes durch dieses System der Verwirrung. Schaut, Ägypten steht in der Bibel für Unglaube und Atheismus. Woher wissen wir das? 2. Mose 5, der Pharao antwortete, wer ist der Herr, dass ich ihm gehorchen müsse? Ich kenne keinen Herrn. Kann man Unglaube und Atheismus besser beschreiben als mit diesem Zitat? Nein. Sodom steht für Unzucht und Unmoral in der Bibel.
Judas 1,7, so sind auch Sodom und Gomorra und die umliegenden Städte, die gleicherweise wie sie sexuelle Unmoral getrieben haben und anderem Fleisch nachgegangen sind, gemeint ist Homosexualität, zum Beispiel gesetzt für alle Zeitalter danach. Und drittens, Babylon steht seit jeher, seit der ersten Erwähnung in der Bibel für Rebellion und für Spiritismus. Und ich erinnere an, Spiritismus ist nicht nur am Tisch sitzen und Tote zu befragen. 1. Samuel 15 sagt, denn Ungehorsam ist wie Zauberei und dem Herrn widerstreben ist wie Götzendienst. Gezielter Ungehorsam betrachtet Gott wie Zauberei, wie Spiritismus. Und es sind ja auch eine Sachen. Und wie eng sich diese Bewegungen kommen, wird deutlich. Es scheint so, dass die queere Bewegung bemerkt zu haben, dass ihre Geisteshaltung, diese drei Geisteshaltungen, sehr gut mit der des Widersachers harmonieren. Alle drei Geisteshaltungen Babylons finden sich in der ideologischen Grundlage von Babylon dieser Bewegung auch wieder. Und sie bringt ihren Fall zustande. Not today, Jesus. Mal kurz den Baphomet auf die Brust und sich cool und locker fühlen. Lieber Freund, ich wünschte, ich könnte es dir direkt sagen, du wirst es nicht hören. Wie sagte mal Peter Hahnemann, Schluss mit lustig. Es kommt der Zeitpunkt, wo das Lachen vergehen wird. Wir haben hier also Ägypten, Sodom, Babylon, die drei unreinen Überzeugungen, Geister, Unglaube, Unmoral, Rebellion und Spiritismus als Antithese gegen den Glaube Jesu, gegen Reinheit und Untadeligkeit und gegen die Anbetung Gottes. Das ist nämlich das Gegenteil von Spiritismus. Die Bibel nennt es ewiges Evangelium. Schaut mal, was Ellen White hier schreibt. Vom Schatten zum Licht. Satan wird keinen Zentimeter Boden preisgeben, es sei denn, er wird durch die Macht himmlischer Boten zurückgedrängt. Versteht ihr, warum ich vorher gefragt habe, warum verkündigen wir nicht die Dreiengelsbotschaft, die Botschaft von drei Boten? Nur diese Botschaft drängt diese Macht zurück, nichts anderes. Gottes Volk sollte in der Lage sein, ihm mit den Worten entgegenzutreten, wie unser Erlöser es tat. Es steht geschrieben. Satan kann heute genauso die Schrift zitieren, wie er es in den Tagen Christi tat. Er wird ihre Lehren so verdrehen, dass sie seine Täuschung unterstützen. Achtung, Ohren auf! Wer in dieser Zeit der Gefahr bestehen will, muss das Zeugnis der Heiligen Schrift selbst verstehen. Und ich möchte am Abschluss sehr deutlich sagen, dass wir gerade jetzt an einem Scheideweg stehen. Viele haben das noch nicht begriffen. Man könnte es auch Sichtung nennen. Ja, ich glaube, dass Adventgemeinde jetzt in der Sichtungsphase ist. Nicht in der Zukunft, jetzt. Immer deutlicher wird der laute Ruf zu hören, Eisberg voraus. Es war damals eine Form, beim Alpha eine Form des Spiritismus. Und es wird wieder eine Form des Spiritismus. Damals ging es um das Heiligtum und jetzt geht es um das Heiligtum. Denn das ist der Weg, durch den wir in den Himmel kommen. Es gibt keinen Weg in den Himmel als durch das Heiligtum. Satan weiß das. Hört mal. Wir leben in einer Zeit, in der es Laster in großem Ausmaß gibt. Es gibt Menschen, die nur wenig moralisches Verständnis haben. Sie haben sich selbst verunreinigt. Im Englischen sagt sie, self-pollution has been practiced. Sie meint dadurch in dieser Wortform immer sexuelle Unmoral. Und die moralischen Kräfte sind betäubt dadurch. Sie haben keinen klaren Sinn für Heiligkeit und Reinheit. Sie sind verdorben und werden andere verderben. Sie nennen das Böse gut und das Gute böse. Was für ein Vorrecht ist es doch, Geschwister, das Wort Gottes glauben zu können, wie die Schrift es sagt. Was für ein Vorrecht. Ist dir das bewusst? Das ist wertvoller als Gold und Silber.
Aber ein Wehe steht aus der Bibel über allen Menschen, die das Evangelium so zitieren können: fürchtet Gott und gebt dem Tier die Ehre. Wehe uns, wenn wir nicht verstehen prophetisch, was gerade geschieht. Jetzt ist die Zeit, unsere Zeit, Gut und Böse unterscheiden zu können. Jetzt, das ist keine Floskel. Jetzt ist die Zeit, Glaubensgerechtigkeit von den Werken des Fleisches unterscheiden zu können. Jetzt ist die Zeit für Mission und die Botschaft der drei Engel. Keine Liebäugeleien mit unreinen Geistern. Jetzt ist die Zeit für ein, nein, jetzt ist nicht die Zeit für eine Anpassung an die Standards dieser Welt. Selbst dann nicht, wenn die Konsequenzen Diffamierung und Verfolgung sein müssten. Ich möchte abschließend zwei Zitate bringen, die man am besten immer überliest oder gar nicht erst aufschlägt. Aber das ist reformatorisch. Wenn wir sagen, wir wollen eine Erweckung, eine Reformation, meinen wir auch dann den Geist der Reformation. Das ist ein reformatorisches Zitat. Entscheide dich lieber für Armut, Schmach, Trennung von Freunden oder sonstiges Leid, als deine Seele mit Sünde zu verunreinigen. Lieber sterben, als Unehre oder Gottes Gesetz zu übertreten. Das sollte das Motto eines jeden Christen sein. Du darfst selber prüfen, ob das dein Lebensmotto ist. Als ein Volk, das sich als Reformer versteht und die feierlichsten reinigenden Wahrheiten des Wortes Gottes schätzt, müssen wir die Messlatte viel höher legen, als sie derzeit liegt. Und wisst ihr, wie hoch die liegen muss? Wo die liegen muss? Genau da, wo Gott sie haben will. Genau da. Schaut mal, wo sie liegt. Und was passiert, wenn wir die Messlatte da hochlegen, wo Gott sie haben will? Wenn wir unsere moralische Messlatte dorthin legen, wo Gott sie haben will. Wenn wir den Maßstab erreichen, ich darf hinzufügen, wenn wir den moralischen Maßstab erreichen, den wir nach Gottes Willen erreichen sollen, werden Weltmenschen siebenten Tags Adventisten als seltsame, verschrobene und engstirnige Extremisten ansehen. Wenn du das umgehen willst, gibt es keinen Weg, wie Gott dich führen kann zum Ziel. Und das weiß der Teufel. Und er arbeitet dran mit Hochdruck. Schon bald kommt die Zeit, dann wird die Stimme des Engels aus Offenbarung 22 laut, nicht für unsere Ohren, aber durchs ganze Universum hörbar sein. Wer Unrecht tut, so tue weiterhin Unrecht. Wer unrein ist, soll weiterhin unrein sein. Und wer gerecht ist, der soll weiterhin gerecht sein. Und wer heilig ist, der soll weiterhin heilig sein. Nicht fürchtet Gott und gebt dem Tier die Ehre, ist unsere Botschaft, sondern mit lauter Stimme fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre. Gott sei Dank für Gottes prophetische Endzeitgemeinde. Seid ihr dankbar? Gott sei Dank für die Gabe des Geistes der Weissagung. Denn wo keine Offenbarung, wo keine prophetische Verkündigung in unseren Gemeinden geschieht, da wird das Volk wild, zügellos, heißt es in der Schlachter. Wohl dem Volk, wenn es das Gesetz bewahrt. Und schließen mit dem Gedanken, was jetzt Gott von uns fordert. Was ist es? Was fordert jetzt Gott für uns? Jetzt, heute, an dieser Tagung bei ASI. Was will er? In diesem Dilemma, in diesem moralischen Dilemma, dem wir stehen. Was ist es? Es ist so erhebend. Geschwister, es ist so erhebend. Hört mal. Der erste Schritt, um das umsetzen zu können, was jetzt Gott mit seinem Volk vorhat, ist aufzuwachen. Aufzuwachen. Erlaubt mir das noch kurz. Was wird Laodicea aufwecken? Hier, was Paulus schreibt,
Weil ihr die Zeit erkennt, nämlich dass jetzt die Zeit da ist, aufzustehen vom Schlaf. Was wird uns von diesem Todesschlaf Laodiceas aufwecken? Ihr denkt wahrscheinlich an die 10 Jungfrauen. Hört mal dieses Zitat. Das Aufkommen von Irrtümern und Irrlehren ist Gottes Ruf, an seine Diener aufzustehen. Wir sind umspült von Irrlehren, außerhalb der Gemeinde und innerhalb der Gemeinde. Es ist von Gott erlaubt, um uns aufzuwecken. Und wer jetzt nicht durch diese Irrtümer aufwacht, der wird durch nichts mehr aufwachen. Und die Wahrheit in aller Deutlichkeit zu präsentieren. In einem besonderen Sinn sind Siebenten-Tags-Adventisten als Wächter und Lichtträger in die Welt gesetzt worden. Ihnen ist die letzte Warnung für eine sterbende und untergehende Welt anvertraut. Die Verkündigung der ersten, der zweiten und der dritten Engelsbotschaft ist unser Werk. Das sind die einzigen Boten, die diese dämonischen Kräfte zurückhalten können, solange Gott es zulässt. Die Welt soll gewarnt werden und das Volk Gottes soll dem ihm anvertrauten Glauben treu werden. Ihr Lieben, ich habe es fast geschafft. Erlebst du innere Blockaden in deinem Leben, wenn du solche Dinge hörst wie heute Abend? So klar gesprochen durch den Geist der Weissagung. Spürst du innere Blockaden und Kräfte, die dir sagen, nee, so, ich warte lieber noch, was geschieht in der Zukunft? Dann wisse, unser Heiland wartet darauf, dir Freiheit und Orientierung zu geben. Ich weiß, dass viele Brüder und Schwestern in unserer Gemeinde mit moralischen Sünden zu kämpfen haben. Ich weiß das. Viele sagen es mir. Ich bin selber durch manche Kämpfe gegangen. Und ich wage zu behaupten, wahrscheinlich die meisten, die hier sitzen. Wenn das der Fall ist und du jetzt das hörst und du weißt, du sitzt eigentlich gefangen in diesem Gefängnis dieser unreinen Geister und du hast mit moralischen Sünden zu kämpfen. Und das ist nicht nur sexuelle Perversion. Moralische Probleme im Bereich Lebensstil, moralische Probleme im Bereich Medien und so weiter. Wenn das der Fall ist und du deswegen merkst, du bist nicht mehr fokussiert, tu alles, was nötig ist, um wieder Fokus zu bekommen. Ich möchte jetzt keinen dramatischen Aufruf machen. Ich möchte dich aber von Herzen bitten, das ernst zu nehmen, was hier steht. Jesus sagt auch heute noch, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, den Armen das Evangelium zu verkündigen. Er hat mich gesandt, die zerbrochenen Herzen sind zu heilen, den Gefangenen Babylons Befreiung zu verkünden und den Blinden, dass sie wieder sehen und Zerschlagene in Freiheit zu entlassen. Was für ein Text, was für ein Angebot. Wollen wir das nicht annehmen? Du musst nicht antworten. Gott ist genug, dass Gott weiß, wo du gerade stehst. Aber jetzt ist die Zeit. Zieh es nicht raus. Sag nicht, bei der nächsten ASI-Tagung. Wir wissen nicht, ob es eine nächste ASI-Tagung gibt, Geschwister. Ich habe mit dem Wort Gottes begonnen und ich schließe heute Abend mit dem Wort Gottes. O Jerusalem! Ich will Wächter auf deine Mauern bestellen, die den ganzen Tag und die ganze Nacht nicht schweigen sollen. Die ihr den Herrn erinnern sollt, gönnt euch keine Ruhe und schweigt nicht, bis der Herr Jerusalem wieder aufrichtet und zum Lob auf Erden gemacht hat. Jerusalem spielt eine entscheidende Rolle in der Prophetie, aber nicht das Jerusalem, um das gerade die ganze Welt sich Sorgen macht. Sondern das himmlische Jerusalem, es kommt, es ist bald auf dem Weg. Und dieses Jerusalem wird eines Tages auf dieser Erde wieder sein und es wird zum Lob auf Erden für immer und ewig. Die Heimat all derer, die reines Herzens sind und die reine Hände haben.
möchtest du reines Herz und reine Hände haben? Ich möchte das. Gott hat mir meinen Fokus sehr geschärft in den letzten Wochen. Ich wünsche dir das auch. Gottes Segen dir und mir und uns allen. Amen. Sollen wir noch beten? Was für eine aufrüttelnde Botschaft. In einer Zeit der Verwirrung gibt es nur eine Möglichkeit, Gottes Wort. Lasst uns miteinander voller Begeisterung singen, gib mir die Bibel, laut soll es erschallen, Lied Nummer 18. Lasst uns dazu aufstehen und ganz bewusst dieses Lied singen. Unser wunderbarer Gott und Vater, Herr Jesus Christus, Heiliger Geist, wir danken dir für die Bibel, dein lebendiges Wort, und wir bitten dich, lass es Fleisch werden in uns, dass wir nicht mehr darüber nur predigen und reden und singen, sondern dass wir in unseren Gedanken, in unseren Gefühlen, in unserer Moral so sehr mit dir verbunden werden, dass deine Gedanken unsere Gedanken sind und unsere Gedanken deine. Du möchtest es tun. Danke für dein prophetisches Wort, das in diese Zeit hineinspricht mit Macht. Und ich bitte dich ganz herzlich für jeden von uns, sprich hinein in unser Leben. Lass uns nicht zum Alltag zurückgehen
und Business as usual machen. Hilf uns, dass wir erkennen, wir leben in der Sichtungszeit. In Kürze wird eine gewaltige, unfassbare Flut an Ereignissen über uns hereinkommen, die wir so schnell nicht verarbeiten können. Herr, gib uns den Heiligen Geist. Und wo wir uns versündigt haben gegen dich und dein heiliges Wort, gegen dein Gebot, bitte vergib uns. Reinige uns durch und durch, damit wir scheinen in dieser Welt und das Licht sichtbar wird. Ich danke dir für deine Zusage, mit uns zu sein, alle Tage bis an der Weltende. Dafür wollen wir dir Lob und Dank sagen, durch Christus unseren Herrn. Amen. Nehmt bitte Platz. Ich möchte all unsere Zuhörer online und uns alle einladen zum nächsten Abend, morgen Abend, wieder mit Nicola Taubert zum Thema Glauben, wie die Schrift sagt. Und das in unserer Zeit des vergessenen Glaubens. Glaube, wie die Schrift sagt. Morgen Abend, 19 Uhr, sehen wir uns wieder. Ich hoffe, auch diejenigen, die online sind, werden wieder dabei sein. Und damit verabschiede ich unsere Online-Zuschauer für heute Abend. Und bis morgen Abend. Gottes Segen und bis dann.